Servus Leute und herzlich willkommen zur 19. und damit leider schon letzten Folge von Neymar's Little Sour Comeback. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir zwei Upgrades haben, die wir ausführen können. Und das sind unsere letzten beiden Non-Wear-Goldspieler. Und damit haben wir gleich ein komplettes, seltenes, goldenes Team, mit dem wir dann noch ein Spiel bestreiten werden zum Abschluss. Ja, für Allen kommt in die Mannschaft, wie könnte es anders sein? Rechter Flügel, ich sag nur linke Klebe, Hulk kommt in die Mannschaft und der Stürmer. Da gibt's nicht mehr wirklich einen. Ich habe jetzt Douglas Costa von Schachtel Donetsk zum Stürmer gemacht, weil sonst gibt es im Spiel eigentlich kaum einen spielbaren Stürmer, da ja die brasilianische Liga nicht mehr mit dem Spiel ist, fallen Stürmer wie Pate oder Fred raus aus dem Spiel und deshalb habe ich mich dann für Douglas Costa entschieden. Und wir suchen hier gleich mal einen Gegner. Und den haben wir gefunden, Furt FC, als seine Mannschaft. Ja, er spielt in Tottenham-Trikots, wir natürlich in den gelben Brasilien-Trikots und sein Team mit einer 85er Bewertung. Schaut ziemlich stark aus, er hat Rooney in Form, Alexis Sanchez, Neymar, das Upgrade, Iniesta, James, Rodriguez, Fabregas, Ivanovic, Terry, Cahill, Courtois und Jordi Alba in der 4-3-3 Aufstellung in der vierten Version. Schaut auf jeden Fall ziemlich gut aus, seine Mannschaft, und dann gehen wir direkt rein ins Spiel. Der Anstoß, Neymar gleich mal hier mit dem Roulette und der Gegner geht nach 33 Sekunden ins Pausemenü und quittet. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist auch nicht so schlimm. Dann gehen wir einfach nochmal raus und machen ein neues Spiel, weil ja 33 Sekunden als Abschlussspiel sind dann schon ein bisschen schwach. Also gehen wir nochmal in die Mannschaft. Alves braucht noch einen neuen Vertrag, können wir ihm schnell geben. Und dann suchen wir gleich mal, würde ich sagen, den nächsten Gegner, der gegen uns spielen soll. Also, wie gesagt, das ist die letzte Folge. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich alle Tore, die Neymar geschossen hat, zusammenschneide. Und ja, dann nochmal hochlade, dass ihr alle Tore nochmal zusammen habt. Und unser Gegner hier mit einer 83er Bewertung hat Remy, Azu, Van Persie, Lampard, Fabregas, Juan Mata, Ivanovic, wieder John Terry, Howard, Mangala und Klischee in der Mannschaft. Die 4-2-2-2 Formation spielt er. Sehe ich recht selten, muss ich sagen. Ich habe sie auch noch nie gespielt. Aber werden wir gleich sehen, wie der Gegner damit zurechtkommt. Wir spielen im Wembley Stadium. Und ja, werden versuchen, dieses Spiel möglichst erfolgreich nochmal zum Abschluss zu gestalten. Der Gegner versucht einfach mit Remy durchzubrennen, klappt allerdings nicht. Unsere Verteidigung steht genau da, wo sie stehen muss. Und Neymar gleich mal mit der ersten Möglichkeit scheitert dann allerdings mit dem Berberspin am Verteidiger. Der grätscht ihn ziemlich rustikal um. Allerdings gibt es die Ecke und dass wir da gefährlich sind, haben wir in den letzten Folgen bewiesen. Genauso wie auch hier die Flanke kommt diesmal von Douglas Costa und da steht Thiago Silva. Perfekt, genau am richtigen Ort, macht hier das 1:0 nach nicht einmal mehr 5 Minuten. Ja, auf jeden Fall ziemlich guter Start schon mal in diese Partie. Allerdings sollten wir uns nicht zu sicher fühlen. Der Gegner, ja, hat ja auch ein ziemlich starkes Team. Vielleicht kann er da auch nochmal was machen. Allerdings versucht er die ganze Zeit hier nur durchzurennen. Das klappt allerdings nicht so wirklich. Wir scheitern jetzt hier mit dem Rabona-Fake am gegnerischen Verteidiger. Neymar wieder am Ball. Spielt ihn in die Mitte auf Oscar, der im Doppelpass
mit Costa, glaube ich, war es, weiß ich jetzt nicht genau. Allerdings bleibt er dann aber am Verteidiger hängen. Nee, Hulk war's. Und hier haben wir dann gleich die nächste Möglichkeit mit Neymar, der bleibt wieder hängen am Verteidiger. Bei dem Versuch in die Mitte zu ziehen, allerdings bleiben wir wieder im Ballbesitz der Gegner. Bis jetzt wirklich noch überhaupt keine einzige gute Aktion nach vorne gehabt. Vielleicht jetzt über Remy, der ist ja ziemlich schnell, kommt hier auch gut vorbei. Allerdings, ja, spielt ihn dann nach draußen auf Atsu, der bringt die Flanke. Da ist Van Persie, allerdings springen alle am Ball vorbei und der Ball geht komplett auf die andere Seite. Die Flanke von Mata ist dann sichere Beute, allerdings bleiben wir dann an einem am Boden liegenden Spieler hängen und der Gegner läuft ins Abseits, sodass wir wieder den Ball bekommen. Mangala sah noch die gelbe Karte wegen dem Foul vorhin an Hulk und wir haben den Freistoß, nachdem der Gegner ins Abseits gelaufen war. Der Ball kommt auf Umwegen zu uns. Allerdings der Pass in die Spitze passt nicht ganz so gut. Und der Gegner jetzt über Van Persie, allerdings bleibt er an Miranda hängen, wird von ihm abgekocht. Und wir haben den Ball wieder. Douglas Costa mit dem Bullet spielt er nach draußen auf Neymar. Vielleicht klappt es jetzt mal in die Mitte zu gehen. Er bleibt wieder hängen. Bleibt wieder hängen, aber Marcelo ganz stark geht. Mit der Grätsche holt er den Ball und jetzt kommen wir sogar durch Neymar mit der Möglichkeit. Neymar mit dem 2:0. Neymar macht hier nochmal auch im letzten Spiel dieser Serie macht er auch nochmal sein Tor. Terry, gelbe Karte für die Aktion gerade eben. War ein bisschen glücklich, sind wir erst hängen geblieben mit dem Werberspin allerdings. Kann sich Neymar dann doch durchsetzen und den Ball im Tor unterbringen. Das sollte jetzt eigentlich ein Fake-Shot werden. Ist ein bisschen schief gegangen. Allerdings soll uns das jetzt nicht wirklich aus der Bahn werfen. Alves holt sich den Ball, spielt nach draußen auf Silva, der auf Marcelo weitergelegt. Auf Neymar wird hier gefoult, allerdings kann er trotzdem im Ballbesitz bleiben. Fernandinho spielt nach vorne auf Marcelo, der im Doppelpass mit Oscar. Oscar jetzt mit der Flanke nach innen. Da ist Luis Gustavo mit dem Kopfball und dem 3:0 nach 28 Minuten. Und das war ziemlich stark rausgespielt von Oscar und Fernandinho vorher. Ja, und 3:0 nach 29 Minuten. Ziemlich stark das Spiel von uns. Der Gegner wird, glaube ich, denke ich mal, keine wirkliche Chance mehr haben, hier nochmal ranzukommen, wenn wir uns jetzt hier nicht komplett, wenn wir nicht komplett aus der Bahn geworfen werden. Deswegen sollte hier eigentlich nichts mehr anbrennen. Neymar wird hier nochmal abgelaufen. Ja, der Gegner, 0 Schüsse aufs Tor, 0 Schüsse überhaupt. Quittet diesem Spiel, denkt auch, dass er nicht mehr rankommen kann. Und ja, Thiago Silva und Gustavo mit einer 10,0. Ganz starkes Spiel. Und ja, wenn es euch gefallen hat, diese Serie, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir werden auf jeden Fall uns was Neues einfallen lassen. Eine neue Serie ist jetzt nicht das Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich weiß eben noch nicht, ja, vielleicht nächste kommt nochmal eine Folge mit allen Neymar-Toren zusammengeschnitten. Weiß ich noch nicht genau, werdet ihr dann aber auf jeden Fall bald sehen. Ja. Wir sehen uns dann in einer anderen Serie wieder oder im Karrieremodus. Bis dann und ciao.